Hi, heute wollte ich starten mit noch einem kleinen Beispiel zum Croppen, wie man mit wirklich einfachen Mitteln irgendwie auch mal was Interessantes machen kann. Und danach wollte ich Bilder anfangen zu bearbeiten. Ja, lass uns einfach starten. Hier habe ich mein Bild, das möchte ich durch einfaches Beschneiden bearbeiten. Ich nehme das Beschneiden-Werkzeug und habe das auf ein Seitenverhältnis von 1 zu 1 gestellt, also ein Quadrat. Dann bewege ich das, sodass ich nur das Pfützenbild sehe, ein bisschen von den Schuhen. Das passt schon ganz gut. Drehe mir dieses Bild unter Bild, Bilddrehung 180 Grad. Und habe im Grunde schon das erreicht, was ich haben wollte, nämlich mit einfachem Beschneiden. Ja, die Wirkung von dem Bild komplett geändert. Mit wenig Mitteln viel erreichen, da bin ich ein ganz großer Freund von. Das speichere ich mir jetzt einmal als Photoshop-Datei. Ich belasse den Namen so, wie er ist. Nenne das Ganze Photoshop. Ich habe das schon einmal gemacht. Deswegen nenne ich es jetzt Photoshop 2. Gehe auf OK und da ja nicht jeder Photoshop hat, würde ich das Ganze nochmal zusätzlich speichern. Oh, als JPEG. Speichern unter. Und zwar nehme ich dann ein JPEG-Format. So, gehe auf Speichern. So, und jetzt, wer noch nie ein JPEG gespeichert hat, der wird jetzt sehen, hier, aha, kann man eine ganze Menge einstellen. Unter anderem die Bildqualität, was im Grunde das Wichtigste an der ganzen Geschichte hier ist. Und zwar gibt es so also Voreinstellungen, niedrig, mittel, hoch und maximal. Und maximal ist witzigerweise noch gar nicht wirklich maximal, weil der Regler geht noch bis 12. Maximal ist, glaube ich, dann nur bis 10. Genau. Und man sieht hier auch schon, wie groß das Bild dann wird. Hier 6,8 Megabyte. Je kleiner das ist oder je schlechter die Qualität, desto kleiner wird es. 280 Kilobyte, also wirklich sehr viel kleiner. Das Ding ist, dann sieht es auch wahrscheinlich so aus. Ich kann ja mal kurz zeigen, wie der Unterschied aussieht. Ich werde das mal in Bildqualität 0 speichern. Mal gucken, wie das dann aussieht. Bin ganz gespannt. Ich werde das mal öffnen. Und zwar habe ich das hier. So, und jetzt gehe ich mal näher ran und sehe ganz gut, dass die Qualität hier wirklich abnimmt. Also man sieht diese Artefakte, diese Kompressionsartefakte im Gegensatz zu dem, was ich hier habe. Da gehe ich mal näher ran. Wo ist denn da in etwa? Das ist schon ein Unterschied. Also die Körnung sieht man gar nicht, Details gehen verloren. Ja, man hat diese komischen Kästchen. Das sieht nicht schön aus. Wenn ich das Ganze jetzt nochmal speichere, und zwar unter einer besseren Qualität, speichern unter JPEG. Und vielleicht nenne ich das Ganze mal High Quality, damit man den Unterschied einmal sieht. Drehe mal den Regler hoch. Okay. Und öffne das Ganze mal. So, mal schauen, wo habe ich es? Da habe ich es. Ich da näher rangehe, dann sieht man eigentlich keinen großen Unterschied. Habe ich den Bildausschnitt. Das ist jetzt mein JPEG und das hier ist mein Original. Also da sieht man wirklich kaum einen Unterschied. Das ist eine Sache, die man beachten sollte, wenn man JPEG speichert, dass man also dieses Kosten-Nutzen-Verhältnis dann ja, richtig auswählt quasi, ne? Also klar soll es klein sein, aber es soll dann trotzdem noch gut aussehen. Man kann es natürlich auch mal mit Mittel probieren oder einfach nur hoch. Also das reicht meistens auch. Es kommt immer darauf an, was man damit machen will. Soll jemand nur kurz drauf gucken und so grundsätzlich mal sehen, wie das aussieht? Dann reicht irgendwie was Kleines. Aber wobei heutzutage ist 6 Megabyte, kann man auch super mit einem Mail-Programm verschicken, ohne dass es da irgendwelche Probleme gibt. Deswegen
würde ich da vermutlich eher auf die bessere Qualität setzen und genau. Und zur Not hat man ja trotzdem noch die Photoshop-Datei, um die bestmöglichste Qualität noch in der Hinterhand zu haben. Jetzt kommen wir zum zweiten Beispiel, wo es jetzt interessant wird, weil wir das ganze Bild mal richtig mit Bildkorrekturen bearbeiten werden. Und zwar hier unter Bild und Korrekturen. Ich würde es auch an dem gleichen Bild ausprobieren, erstmal, damit die Ergebnisse dann ähnlich sind. Und da zeige ich euch hier einmal das erste unter, also Bild, Korrekturen und dann Helligkeit und Kontrast. Es macht im Prinzip genau das, was der Name auch schon sagt, ne? Also der eine Regler ist für eine Helligkeit zuständig, der andere für den Kontrast. Es gibt immer eine Möglichkeit, das Ganze auch automatisch machen zu lassen. Da rät Photoshop im Prinzip, was da eine gute, ja, was da eine gute Einstellung wäre. Also das ist der Vorschlag von Photoshop. Hier habe ich einmal einen Button Vorschau. Wenn ich den an- und ausmache, dann kann ich mir angucken, was passieren würde, wenn ich auf OK gehe. Das ist das, was im Grunde dann in dem Bild dann fest drin ist. So, dann habe ich hier noch, also ich mache die Vorschau wieder an, dann sehe ich auch wenigstens was. Dann gibt es hier einen Button, der heißt alte Version verwenden. Was das macht, ist, dass diese Regler mehr Spielraum haben im Grunde. Also viel heller kann ich ziehen, viel dunkler. Und auch bei dem Kontrast kann ich sehr weit übertreiben, bis es halt entweder gar keinen Kontrast mehr hat, also im Grunde einfach ein graues Bild wird. Da ist dann jeglicher Kontrast raus verschwunden, also jeglicher Unterschied zwischen den Pixeln, wenn man so möchte. Und wenn ich hochgehe, dann sieht das Bild schon kaputt aus oder wie, ja, wie ein T-Shirt-Druck oder so. Genau, kann man natürlich verwenden, wenn man so einen Effekt halt haben möchte, aber dadurch geht die komplette Natürlichkeit auch verloren. So, also das ist der Button alte Version verwenden. Gibt es auch in anderen Einstellungsmöglichkeiten. Das ist da dann ähnlich. Und eine Sache, die die häufig viele Leute nicht wissen, ist, dass wenn man zum Beispiel eine Helligkeit dreht, dass man jederzeit, wenn man Alt drückt, dann sieht man, dass das Abbrechen zu zurücksetzen wird. Das heißt, wenn man hier irgendwas eingestellt hat, was einem nicht so gefällt und man will auf den Ursprung gehen, klar kann man dann hier auch 0 und 0 wieder eintragen, aber man kann auch einfach das Ganze zurücksetzen mit gehaltener Alt-Taste und dann ist alles wieder normal und man kann wieder von vorne beginnen quasi. Findet sich auch in ganz vielen Fenstern wieder und das erleichtert das. Also es sind nicht in allen Fenstern nur zwei Regler da, in manchen sind mehr und wenn man dann die Alt-Taste drücken kann und zurücksetzt, das ist dann schon mal praktisch. Genau, also Helligkeit und Kontrast ist eine Sache. Wenn man das halt haben möchte, dann kann man auf OK gehen. So, dann ist es in dem Bild reingerechnet. So. Wenn man damit nicht zufrieden ist, dann kann man immer unter Bearbeiten oder Steuerung Z wieder zurückgehen, um ja wieder zu dem Ursprung zu gelangen. Das ist bei den alten Versionen witzigerweise, wenn man Steuerung Z drückt oder Command Z auf dem Mac, dann ist es tatsächlich so, dass das Ganze einfach rückgängig gemacht wird und dann wieder wiederholt. In den neueren Versionen von Photoshop ist es tatsächlich so, dass je öfter man Steuerung Z drückt, desto mehr kommt man zurück in der, ja, in der Hierarchie der ausgeführten Optionen, wenn man so will. Das klingt erstmal wie ein ganz kleiner Unterschied, aber das kann ein bisschen verwirren, wenn man das nicht weiß. Bei den alten Versionen, wie gesagt, dann drückt man einmal Steuerung Z, dann ist man einen Schritt zurück, dann drückt man wieder Steuerung Z und man ist wieder einen Schritt vor. So, es war quasi da, wo man vorher auch schon war. Das ist ein bisschen verwirrend, wenn man öfter Steuerung Z, also ne, in jedem Programm eigentlich ist man es gewohnt,
dass je öfter man das drückt, desto weiter kommt man zurück. Hier ist es leider nicht so. Hier, also in den alten Versionen von Photoshop, da ist es tatsächlich so, dass, ja, dass man immer nur einen Schritt zurückkommt und dann wieder einen Schritt vorspringt. Das ist hier jetzt inzwischen anders. Ich habe eine neuere Version von Photoshop. Ich kann mir auch leider keine alte mehr installieren. Da hat Adobe einen Riegel vorgeschoben, wenn man das CC-Paket benutzt. Zumindest gibt es keine Möglichkeit, die ich wüsste. Früher ging das tatsächlich noch. Da konnte man sich einfach jede Version runterladen und installieren. Inzwischen geht das leider nicht mehr. Deswegen habe ich hier, ich glaube, also wen es interessiert, ich arbeite hier, glaube ich, gerade mit. Ach da, das habe ich doch gesucht. 20.0.9. So, als zweites würde ich ganz gerne die Dynamik zeigen. Und bei der Dynamik kann man die Farben ändern. Und zwar so, dass die Hauttöne möglichst wenig davon beeinflusst werden. Also man kann auf die Sättigung gehen und die Dynamik selbst. So. Und auch hier gibt es natürlich die Möglichkeit, die Vorschau ein- und auszublenden und das Ganze zurückzusetzen. Eine Sache, die ich auch ganz gerne noch zeigen wollen würde, ist Farbton und Sättigung. Das ist ein bisschen ähnlich zu dem, was Dynamik macht. Nur kann man da viel gezielter reingehen. Man kann hier wirklich den Farbton komplett ändern. Ich gehe hier mal rein. Und man sieht im Prinzip, was da passiert, wenn man sich diese beiden Streifen mal anguckt. Ein Streifen davon, der ist dafür zuständig oder zeigt einem an, wie die normalen Farben wären. Und darunter sieht man, in welche Farbe sie gezogen werden. Das heißt, aus einem Blau wird ein Grün oder aus einem Rotton wird so ein Magenta oder ein Blau. Das sieht man hier dann ganz gut. Das sind Farbänderungen, die man sehr häufig gebrauchen kann. Also nicht hierfür, aber für andere Sachen. Das kann ganz praktisch sein. Also wie gesagt, man kann diesen Farbton ändern, man kann die Sättigung ändern. Die Sättigung ist ja einfach immer, wie kräftig eine Farbe dargestellt wird. Und die Helligkeit kann man natürlich steuern. Das ist so ein bisschen wie das, was wir eben schon gesehen haben, nur kann man hier viel genauer reingehen. Ich drücke nochmal die Alt-Taste und zurücksetzen. So, es gibt hier verschiedene Vorgaben, die man da auswählen kann. Es sind halt Presets, wenn man so will, die man auch selber erstellen kann, wenn man möchte. Also wenn man irgendwas Spezielles gefunden hat, was man halt gut findet, dann kann man das halt speichern, indem man hier oben auf das Zahnrädchen geht, Vorgabe speichern und dann gibt man den ganzen Namen. Und wenn man das hat, dann hat man das hier in der Liste mit drin und kann es immer wieder verwenden. Hier kann man reingehen und tatsächlich auf Standard werden die Farben allgemein geändert. Man kann aber auch sagen, dass man tatsächlich nur die Rottöne zum Beispiel geändert haben möchte. Das sieht man jetzt hier, ist auch so eine Eingrenzung. Und wenn man hier sich das Blau mal anguckt, das Blau ändert sich eigentlich gar nicht. Quatsch, das Grün. Dafür die ganzen Rottöne, die kann man jetzt verdrehen. Und so kann man wirklich ganz gezielt da reingehen und verschiedene Farben ändern. Man kann auch, wenn man die Rottöne geändert hat, kann man in den Cyan-Tönen was anderes machen. Und so kann man da reingehen und nach ja, bestimmte Sachen ändern. Ich setze das wieder zurück. Eine Möglichkeit gibt es auch, die heißt Färben. Wenn ich die anklicke, dann wird tatsächlich jegliche Farbe in einen Ton gedreht. Das sieht man jetzt hier auch wieder. Ne? Also alle Farben quasi, die man hier oben auf diesem Regenbogen, dieser Regenbogenlinie sieht, werden in so einen, ja, braunen Ton gezogen. Oder je nachdem, was ich hier halt einstelle. Kann auch manchmal ganz praktisch sein. Das ist so das, was dieses typische Sepia, so alter Fotolook quasi. Was das tut. Dann sieht man auch, wenn ich das Preset auswähle, dass hier Färben ausgewählt ist und der Farbton halt gezogen wird, Sättigung ein bisschen raus,
Genau. Wieder zurücksetzen. Es gibt nämlich noch eine Sache, die ich ganz gerne zeigen wollen würde. Und das ist halt diese Hand. Wenn ich dann drauf gehe, dann sieht man, dass hier eine Pipette erscheint. Also mein Mauszeiger wird zu einer Pipette. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier diese Farbe auswähle und ich halte jetzt sogar mit der Maustaste noch gedrückt, dann kann ich das nach rechts oder links ziehen, um die Sättigung zu bewegen quasi, zu bearbeiten. Was da passiert ist tatsächlich, dass genau dieser Ton, den ich hier aufgenommen habe, wird versucht hier also hier einzugrenzen und dann kann ich auch versuchen, nur diesen einzufärben. Das einfach mal ausprobieren. Mit der Hand vielleicht hier hinten in die Blätter reingehen und dadurch nur die Blätter mal verändern. Das kann auch super nützlich sein, weil das ist eine Sache, die man ganz schwer später auswählen kann. Genau, und wenn man glücklich damit ist, kann man einfach auf OK gehen und das dann speichern, wenn man möchte. So, ich mache das mal rückgängig. Steuerung Z oder hier auf Bild, oder Quatsch, auf Bearbeiten und rückgängig, dass ich wieder am Anfang bin. Und jetzt möchte ich mal zeigen, dass man natürlich das auch begrenzt machen kann. Also man muss nicht immer einen bestimmten, also immer alles auf das komplette Bild zuweisen, sondern man kann das Ganze auch bestimmten Teilbereichen eines Bildes zuweisen. Dafür gibt es diese Auswahlwerkzeuge, davon gibt es eine ganze Menge. Ich klicke hier mal rein. Halt mal mit der Maustaste da drauf gedrückt, dann sieht man, dass da verschiedene drin sind. Am interessantesten für uns sind jetzt erstmal die oberen beiden. Und zwar einmal das Auswahl-Rechteck-Werkzeug und das Auswahl-Ellipse-Werkzeug. Das ist so, wie man sich das auch vorstellt, das Rechteck-Werkzeug, damit kann man ein Rechteck aufziehen. Sobald man das dann losgelassen hat, die Maustaste, hat man einen Bereich und jetzt wird alles nur innerhalb von diesem Bereich tatsächlich auch berücksichtigt. Wenn ich zum Beispiel hier auf Farbtonsättigung gehe und das einfärbe, dann sieht man, dass wirklich nur in der Auswahl was geändert wird. Ich gehe mal kurz auf Abbrechen. So, jetzt gibt es die Möglichkeit, hier oben in der Optionsleiste etwas zur Auswahl hinzuzufügen. Wenn ich das klicke, dann sieht man auch, dass der Mauszeiger, dass da ein Pluszeichen zusätzlich erschienen ist. Dann kann ich hier halt Sachen hinzufügen. Oder daneben ist das im Prinzip genau von der Auswahl wieder wegnehmen, subtrahieren. Also ich kann hier bestimmte Teilbereiche wieder rausnehmen. Und so kann man sich nach und nach eine Auswahl basteln, die man halt benutzen kann. Genau, und das Letzte ist halt, dass so Schnittbereiche ausgewählt werden, also Schnittmenge quasi gebildet wird. Genau, und so kann man sich halt die Auswahl machen. Man kann verschiedene Auswahlmöglichkeiten auch miteinander kombinieren. Also ich nehme jetzt mal das Rechteck und jetzt das Ellipse. Das heißt, ich kann das hier dazu packen. Und dann habe ich einen Bereich, der ja, so aussieht. So, das heißt, ich kann damit verschiedene Bereiche gut auswählen. Wenn ich zum Beispiel das Auge einfärben möchte, dann kann ich das tun. Am besten würde ich wahrscheinlich ein bisschen näher rangehen. Ich mache das über die Steuerung Plus-Taste und die Steuerung Minus-Taste. Am Mac ist wahrscheinlich Command Plus und Minus. Und dann kann ich hier eine Auswahl machen. Ich werde mal das so einstellen, dass es immer versetzt wird. Wenn ich mit der Position nicht ganz glücklich bin, dann kann ich das im Nachhinein einfach reinklicken und woanders hinziehen. Und wenn ich dies vergrößert oder verkleinert haben möchte, dann muss ich das nicht immer neu machen. Dafür gibt es hier oben die Möglichkeit Auswahl und dann Auswahl transformieren. Wenn ich das mache, dann sieht man hier diese Anfasser, die bedeuten, dass ich hier das Ganze größer oder kleiner machen kann.
So, vielleicht kann ich es auch noch mal verschieben. So. Genau, und wenn ich damit zufrieden bin, achso, dann kann ich das einfach zuweisen. Zack, dann ist es drin. Und jetzt kann ich eine Korrektur auch tatsächlich direkt auf einen Teilbereich legen, den ich halt umfärben möchte. Genau, wenn ich glücklich damit bin, okay. Und die Auswahl werde ich wieder los, indem ich Auswahl aufheben oder Steuerung D oder Command D. Der Shortcut, dankenswerterweise, wird der direkt im Auswahlmenü daneben geschrieben. So, Steuerung D ist tatsächlich eine Sache, die ich auch jedem empfehlen kann, sich zu merken, weil eine Auswahl ja aufzuheben, das braucht man dann doch schon das ein oder andere Mal. So, jetzt ist nicht alles so leicht auszuwählen wie ein Auge in diesem Fall. Wenn man zum Beispiel jetzt die Fingernägel einfärben möchte, ich gehe nochmal wieder rein, dann komme ich weder mit einem Rechteckwerkzeug noch mit dem Ellipsenwerkzeug wirklich sehr weit. So. Also man könnte so eine grobe Auswahl versuchen irgendwie zu machen. Man könnte versuchen, das Ganze über das Transformieren irgendwie auf diese Größe zu bringen. Jetzt sehe ich gerade, dass mein Seitenverhältnis hier erhalten wird. Das ist hier verlinkt über diesen. So, jetzt kann ich vermutlich das auch drehen, wenn ich möchte. Größer, kleiner. Man sieht, ne, also es wird schwierig, da genau auf das Ergebnis zu kommen, das man haben will. Ich komme in etwa dahin, aber nicht wirklich dahin, wo ich hinkommen will. Ich breche das mal ab, zack. Und ich gehe mal auf Steuerung D, Auswahl aufheben und zeige das nächste Tool. Und zwar darunter findet man verschiedene Werkzeuge, das Lasso-Werkzeug und das Polygon-Lasso-Werkzeug. Das Lasso-Werkzeug, damit kann man im Prinzip eine Auswahl aufmalen. Also solange ich den Mauszeiger, also die Maustaste gedrückt halte, kann ich malen, aber ihr seht schon, ich kann gar nicht so ruhig halten meine Hand, wie ich gerne möchte. Jetzt kann ich natürlich das grob erstmal auswählen und jetzt weiß ich ja, dass man das hier mit dem, kann ich auch wieder was wegnehmen. Dann kann ich versuchen, hier was wegzunehmen, was zu viel war. Zack. Und dann muss ich hier was hinzufügen, was zu wenig war. Ich gehe nochmal näher ran. Also so, ups. Z. So könnte man es probieren, ist aber nicht so einfach. Also das eignet sich eher für so ganz grobe Arbeiten. Jetzt wird das so ein bisschen, also es unterbricht den Arbeitsflow, wenn ich hier immer nach oben gehen muss. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe gesagt, dass die Alt-Taste ganz oft irgendwie verschiedene Optionen bereithält und das ist hier halt auch der Fall. Ich kann eigentlich immer auf diesem vorderen bleiben und kann dann mit der gehaltenen Alt-Taste die jeweils andere Sache auswählen. Also man sieht, dass wenn ich die Alt-Taste drücke, dass sich der Mauszeiger, dass daneben ein Minuszeichen entsteht. Und das bedeutet, dass ich da halt ja was wegnehmen kann. Und genau, und wenn ich die Shift-Taste drücke, also Pfeil hoch, dann kann ich was hinzufügen, da ist ein Pluszeichen entstanden. Das heißt, mit Alt und der Shift-Taste kann ich zwischen diesen beiden Modi hin und her springen. Das sieht man auch. Ich drücke mal Shift, sieht man, hier geht es zum Shift. Und ich drücke mal Alt, dann geht es zu dem Alt. Quatsch, zu diesem Abziehen. Genau, also das wäre eine Möglichkeit. Damit kann man das ganz gut machen. Ich gehe hier nochmal Farbton Sättigung, einfach, dass man es mal sieht. So vielleicht grüne Fingernägel oder weiß ich nicht, blau oder lila. Kann die auch direkt einfärben. Dann ist der Effekt nochmal ein bisschen größer. Theoretisch könnte ich auch die Sättigung hochziehen. Sieht jetzt nicht besonders natürlich aus, aber so kann man das tatsächlich einfärben. So,
Jetzt zeige ich eine nächste Möglichkeit. Also ich drücke mal die Alt-Taste, um mich hier zu bewegen. Ne? Ich halte meinen Mauszeiger da gedrückt, gehe auf das Polygon-Lasso-Werkzeug. Das Polygon-Lasso-Werkzeug, das funktioniert über Klicks. Also ich kann hier eine Strecke ziehen und dann mit einem Klick mache ich einen Ankerpunkt. Und dann kann ich hier einmal rundherum durchgehen. Und am Ende sieht man auch, dass der Mauszeiger sich ein bisschen ändert. Das zeigt mir an, dass da das abgeschlossen wird quasi. Genau. Und so kann ich das auch machen. Das ist schon ein bisschen einfacher, wenn man da keine ruhige Hand braucht. Also zumindest nicht so ruhig wie das andere. So. Und so kann man nach und nach da was einfärben. Und das letzte ist hier das magnetische Lasso-Werkzeug. Das funktioniert so, dass ich klicke hier in einen Bereich rein und Photoshop versucht automatisch eine Strecke zu finden. Das kann manchmal ganz gut sein, aber jetzt sieht man, ah, Moment, der ist jetzt hier hochgegangen. Jetzt kann ich hier auch nicht so richtig zurück. Ich kann jetzt versuchen, da irgendwas draus zu machen, aber es geht nicht. Wenn ich die Löschen-Taste drücke, dann geht er da zurück. Das heißt, da kann ich dann das versuchen, wieder in Ordnung zu bringen. Und wenn man eine Strecke hat, die einem gefällt, dann kann man auch automatisch, also mit einem Mausklick, sagen: Okay, hier soll auf jeden Fall ein Ankerpunkt gesetzt werden, weil bis hierhin ist alles super. Das würde ich dann auch empfehlen, in regelmäßigen Abständen zu machen. Aber man sieht, es ist gar nicht so einfach, dass er da wirklich genau das sieht, was man haben will. Je weniger Kontrast da ist, wie hier, desto schwieriger wird es. Ich persönlich benutze das Tool tatsächlich nicht so gerne, weil meiner Meinung nach das Ergebnis immer so ein bisschen unvorhersehbar ist. Aber an bestimmten Stellen, wo der Kontrast einigermaßen ist, funktioniert es eigentlich ganz gut. Das würde ich empfehlen, einfach ausprobieren. Vielleicht gefällt es dem einen oder anderen, dann benutzen. Wenn nicht, dann kann man auch andere Sachen benutzen. Genau. So. Und wie gesagt, man kann die verschiedenen Auswahlwerkzeuge auch miteinander kombinieren. Also wenn ich jetzt sage, okay, jetzt möchte ich aber hier einen Bereich mit einem anderen Auswahlwerkzeug vielleicht dann doch wieder was hinzufügen oder wegnehmen, was relativ häufig passiert, dass man eine Auswahl macht, die man dann im Nachhinein noch verändert, also immer wieder was hinzufügt, wegnimmt. Manche Auswahlen sind komplizierter als andere, so. Also manchmal muss man sich da auch rantasten. Genau. Einfach mal ausprobieren. So, jetzt habe ich das gemacht und jetzt kann ich ja der Vollständigkeit halber hier auch nochmal eine Farbe reindrehen. So, das hat man noch nicht. So, herrlich. Jetzt gibt es noch ein Auswahltool, was mir auch sehr gefällt. Das ist das sogenannte Schnellauswahlwerkzeug. Und zwar, das ist wirklich das Einfachste von allen, aber auch nicht immer die. Also es ist auch nicht die Lösung, die ich immer benutze. So, aber tatsächlich für die meisten Fälle funktioniert das ziemlich gut. Jetzt hier bei der Blume zum Beispiel. Ich klicke einfach rein und ziehe. Ah, okay. Und genau dann erkennt Photoshop quasi über verschiedene Algorithmen, dass das wahrscheinlich meine ich diesen ganzen Teil und den wählt mir Photoshop aus. Super praktisch. Ich kann es hier auch nochmal bei den Lippen probieren. Da ist es schon schwieriger. Da ist der Kontrast nicht so stark wie bei der Blume. Aber schon relativ gut. Und hier ist das gleiche wie bei allen anderen Tools auch. Mit der Alt-Taste kann ich auch was wegnehmen oder hinzufügen zu der Auswahl. So. Vielleicht. Das ist gar nicht so einfach. Also bei den Lippen wird es ziemlich schwer, aber es ist trotzdem gar nicht so schlecht. Bei der Blume funktioniert es natürlich toll. Das hier nehme ich mal alles wieder weg. Kann man das so schnell machen? Ich mache mal Steuerung D und drücke mal lieber das. Genau.
Also dieses Schnellauswahlwerkzeug, das funktioniert ziemlich gut. Da will ich auch mal irgendwas. So, lila, nee, sowas hier vielleicht. Das geht damit ganz schnell. Kann man ja einfach mal ausprobieren. So, das war diese Lektion. Einfach mal ausprobieren, alle möglichen Auswahlmöglichkeiten, vielleicht auch mal alle möglichen Bildkorrekturmöglichkeiten. Da gibt es ja eine ganze Menge, auf die ich heute gar nicht eingegangen bin. Ja, man kann ja nichts kaputt machen, einfach mal testen. Das Prinzip ist überall das gleiche und genau, es macht halt dann jeweils nur was anderes. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen und würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Also, bis dann. Ciao.